Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gwit. Wir machen heute weiter mit der Stock. So heißt das ganze Ding. Achso, es gibt uns um 3 Saisons. Oh, wir haben viel zu tun, okay. Gut, okay, dann gehen wir rein. Auf jeden Fall Bay Arena, Area Storm, 2 Rennen. Ja, letzte Folge war sehr kurz. Mal gucken, wie lange diese Folge wird. Ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Es dauert wahrscheinlich alles ein bisschen. So, was haben wir denn für Autos überhaupt zur Auswahl? Nehmen wir den hier. Wir haben ja Kohle genug. Pontiac Firebird. Let's go. Ihr kennt das Ganze ja wie gehabt. So, dass wir quasi wieder einen Teil pro Folge fahren. Deswegen noch die letzte Folge nur 5 Minuten oder 6 Minuten oder was war. Ja. Wir melden uns heute aus San Francisco mit der Grid World Series und einer atemberaubenden Sicht auf den Pazifik. Was denkst du, über das heutige Rennen, Kristen? Also, in der Startaufstellung sieht man so einige bekannte Gesichter, von denen manche schon unglaubliche Rundenzeiten gefahren sind. Ob heute noch mehr geht? Ich bin schon gespannt. Danke, Kristen. Ich freue mich schon auf das Rennen. Und das gibt's nur hier bei der Grid World Series. So, schauen wir mal. Wir standen ganz hinten, Platz 14. 19. Viel Erfolg. Ja. So, Platz 11 sind wir schon mal. Hier wird alles anders einfach werden, weil wir hier nicht wirklich durchkommen. Drecksack, bei dem schön weggebremst. Dass einer wieder durchkam. Ja, Platz 7 haben wir schon und da hat er uns auch schön mal weggeschickt. So, jetzt anbremsen hier die nächste. So, vom Schiff vorbeigegangen. Scheiße, das ist wieder vorbeigegangen. So, jetzt sind wir schon wieder Vierter. Und jetzt haben wir ein bisschen Platz, vielleicht den nächsten zu kassieren hier. Ah, nicht ganz. Letzte Runde, liebe Leute. 2 Runden haben wir Zeit. Letzte Runde. Kämpf wow, dich nach vorne. Der hat es aber schön weggeschafft. Du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Ja, da waren wir schön dran wieder vorne. Und jetzt haben wir 1 Runde Zeit, um wieder uns ins Feld zu kämpfen. Da hat er uns ganz schön weggedrückt. Dann bin ich ja schon wieder halbwegs dran jetzt. Jetzt haben sie mal jetzt relativ schnell durchs Feld. Gewinnen kann man das Ding immer noch. So, schön vorbeigebremst. Und trotz dieses Rückschlags noch gewonnen. Yes!
Gut, keine Zeitstrafen. Das sind alle der wenigen Challenger. Der nächste Stoff. Ah, gut, unser Teamkollege ist einziger und dann Platz 9 und 10. Aber ja, passt schon. Wir sind vorne. Dann passt das so. So. Windschatten 1, ja, 60 Sekunden Windschatten, das kriegen wir doch ohne Problem hin. So, nächste Rennen San Francisco Sprint Circuit. Zwei Runden Rennen. Platz 2. Oh, wir stehen ganz vorne in der ersten Reihe. Wir stehen ganz vorne in der ersten Reihe, okay. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Jetzt rennen. Na gut, jetzt waren wir mal vorne standen, da durften wir nicht. Du bist zurzeit in Topform. Viel Glück. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Ja, schon klar. Den haben wir kassiert, schön. So, jetzt sind wir zumindest wieder vorne. Auch hier wieder zwei Runden. Konzentriert jetzt hier. Aber konnte mich schon gut absetzen. Und da vorne schon das Ziel. Und da geht's in unsere letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Hatte ich vor. Das hatte ich vor. Jetzt hier die Haarnadel. Die Kollege nur auf 12. Also dann letzte erste Runde war noch 10. oder 9. geworden. Jetzt hängt er momentan mit 12, 13 fest. Und die schön vorne wegfahren und den nächsten Sieg holen werden. Oder wollen. Ein kleiner Fehler kann das ganze Ding ja durcheinander wirbeln hier.
Schönen guten Vorsprung geholt. So, ich glaube, jetzt sind wir durch oder haben wir noch ein Rennen? So, haben wir das geschafft? Ja. Fahren wir heute mal durch. Ja, ziemlich souverän geschafft. Genau. Und dann sind wir durch für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter hier mit der Stock Muscle Muscle Open. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss. Da auch noch zwei Rennen. Okay. Ja, bis dahin. Tschüss.